Im Jahr 2016 gab es in der Hauptstadt knapp 63.000 Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Im jetzigen Fall der Polizeibeamten Martina Jonassen und Sören Naujok steckt allerdings eine gute Absicht dahinter. City 304 für Berolina. City 304 hört? Furkastraße 227. Eine Frau Mooshage meldet ein Hilfeersuchen. Sonder- und Wegerechte sind euch freigegeben. Ja, Furkastraße 227, wir fahren. Bei der Melderin handelt es sich um eine Taxifahrerin. Sie hält einen männlichen Fahrgast in ihrem Wagen fest, um ein 8-jähriges Mädchen vor ihm zu beschützen. Die Notrufgeberin erhebt schwere Vorwürfe gegen den Mann. Schönen Tag, haben Sie uns gerufen? Ja, ich habe Sie gerufen. Ja. Komm, du bleibst jetzt mal drin. Keule, du hast jetzt erstmal Pause. Du bleibst hallo, was machen Sie mit dem Mann? Lassen Sie den mal aussteigen. Was ist denn mit Ihnen? Lassen Sie mich jetzt, endlich sind Sie da. Und zwar, ich habe Sie gerufen, weil ich das Gefühl gehabt habe, hier läuft was ganz schief. Ich habe das Gefühl, dass der die irgendwie ersteigert hat oder irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hallo, Mädchen, hallo, bleib mal stehen. Stopp, meine Kleine. Wer bist du denn? Hm? Wie heißt du? Amelie? Was ist denn los? Was hast denn du da in der Hand? So viel Geld? Ist es deins? Geht's dir gut? Du sag nix. Komm, wir gehen mal zurück, ja? Martina Jonassen befürchtet, dass das Mädchen tatsächlich versteigert wurde, denn es trägt 800 Euro bei sich. Die Taxifahrerin hat die Mutter des Kindes alarmiert. Sie hat einfach angehalten und hat irgendwas erzählt vom Blinker. Dann hat sie das Mädchen drüben rausgerissen und dann hat sie das Auto versperrt und ich kam nicht mehr raus. Und dann... Sind Sie denn zusammen mit dem Mädchen eingestiegen? Ja. Kennen Sie sich? Ich kenne das Mädchen. Er hat ihr die 800 Euro gegeben. Sagen Sie mal, was sind Sie denn? Entschuldigung, das war eine Internetversteigerung gestern. Ich bin was für eine Internetversteigerung? Zufälligerweise bin ich gestern bei einer Internetauktion auf eine Anzeige gestoßen, dass ein kleines Mädchen angeboten wurde für 10.000 Euro. Und ich habe erst gedacht, dass es ein schlechter Scherz ist. Für mich jetzt langsam ein schlechter Scherz. Das war eine Internetauktion. Internetauktion, wo Sie ein Mädchen ersteigern. Ja. Also entschuldigen Sie mal bitte, da müsste doch für Sie eigentlich schon ganz groß die Alarmglocke läuten. Also entschuldigen Sie bitte. Also Anfang, ich hätte mal bitte jetzt mal den Ausweis. Am Anfang dachte ich, das wäre ein kleiner Scherz gewesen und dann habe ich das einfach so mitgemacht zum Spaß. Für die Beamten ist das kein Spaß. Sie überprüfen die Personalien des mutmaßlichen Straftäters. Bevor sie den näheren Sachverhalt ermitteln, inspiziert Sören Naujok den Mann zu ihrer Sicherheit auf Waffen. Und der hat denn der Kleinen hier das Geld gegeben? Ja, natürlich. Sie hat gefragt nach der Kohle. Ja. Und hat er ihr 800 Euro gegeben und hat gesagt, er hat aber noch mehr. Die müssten erst nach Hause fahren. Weil, also mononegativ. Es geht wohl um mehr Geld und die müssten erst nach Hause fahren, da hätte er das Geld. Und das war mir nicht koscher. Ich habe noch gesagt, ich wollte nur checken, dass das ein Scherz ist mit der Internetauktion. Ja, würde ich jetzt so sagen an deiner Stelle, du Vogel. Und dann habe ich heute früh diesen Treffpunkt bekommen über einen privaten Chat. Da bin ich angeschrieben worden, da sollen wir irgendwie so einen Übergabetermin ausmachen. Haben Sie den Chat per Handy oder per Internet? Hier ist das Ding. Zeigen Sie das mal. Das ist das Mädchen. Ich habe da mitgesteigert. Ich habe gedacht, das ist keine Ahnung, was das sein soll. Und dann habe ich heute früh bekam ich den Übergabetermin und bin da hingegangen zu der Bushaltestelle. Und dann sah ich wirklich das kleine Mädchen stehen. Ich habe da sogar gedacht, wo ist der, der die Anzeige hat? Kannst du denn dazu was sagen? Weil das ist ja ein Foto von dir. Und du hast den Herrn ja wohl gefragt, als ich zur Bushaltestelle komme, da sind also am besten, wir fahren nach Hause. Also du hast keine Angst haben, du kannst mir das ruhig sagen. Können wir lieber erst mal nach Hause fahren? Das ist nicht schlimm, sag mir das doch aber. Was ist denn da los gewesen? Also ich würde auch gerne mit meinem Mann sprechen. Vielleicht hat er irgendwas damit zu tun, aber was ich eigentlich gar nicht glaube. Dass wir doch nach Hause fahren, er sollte eigentlich auf die Kleine aufpassen. Ja, aber dass vielleicht bei ihm zu Hause da irgendein Computer irgendwas zu finden ist oder so, dass wir da einfach mal gucken vielleicht. Der Verdächtige gibt an, so viel Bargeld bei sich zu tragen, weil er seinen Wagen aus der Werkstatt holen und die Reparatur bar bezahlen wollte. Das Geld hat er dem Mädchen als Anzahlung gegeben und wollte mit ihr zu sich nach Hause fahren. Die Beamten müssen nun den wahren mutmaßlichen Menschenhändler ermitteln. Die Kleine sagt einfach nichts. Aber die Mutter sagt jetzt, wir können ja zu Hause mal gucken, weil ob da irgendwas auf dem Computer ist oder so, oder ob ihr Mann da was mit zu tun hat. Naja, wie gesagt, er ist ja auch negativ. Ja. Also vom Verhalten her und so wie er das erzählt, also glaube ich dem Herrn sogar. Also ich sag meinem Gefühl her,
Ist zwar komisch, aber ist. Und mit den ganzen Sachen, die hier zu sehen sind, die gezeigt werden, ne? Genau. Scheint da schon wirklich was Wahres dran zu sein. Wir werden das Geld auf jeden Fall sehen. Genau. Wir werden das wirklich. Wir werden die erstmal fortan lassen. Weil er wird ja auch genau. sein Geld zurück wollen. Insofern hat er ja auch ein Interesse. Okay. Und das Handy nehmen wir auch mit. Genau. Okay. Gut. Die Ordnungshüter müssen in alle Richtungen ermitteln und somit auch in Erwägung ziehen, dass der Vater der Achtjährigen die Versteigerungsauktion im Internet erstellt hat. Immerhin hatte er heute die Aufsicht über das Kind. Tür sogar offen. Streit. Guten Tag! Ja, hallo, die Polizei ist hier. Ja, guten Tag. Ja, das war ganz ruhig. Was ist denn hier los? Ja, wir sind ein bisschen laut geworden, weil der Herr hat über 3.000... Lassen Sie mal die Hände bitte. Schulden hier, der Mietschulden hat der Herr. Ja? Wir sind hier. Drei Monatsmieten. Wer sind Sie denn? Ja, und da bin ich hier, um dir praktisch alles zu fordern. Nochmal die Frage. Ja? Und das wer sind Sie denn? Ich bin der Vermieter. Sie sind der Vermieter und Sie sind der Vater von der jungen Dame. Ist das richtig? Schon der Wohnung bin ich dafür. Ich weiß nicht, der Herr hat drei Monate Schulden. Er plötzlich auf und er hat sich nicht gemeldet. Überhaupt, ich habe angefangen. Also, ich kann gar nichts mehr sagen. Wissen Sie, das ist mir alles so viel wie er. Da ist jemand von Rechnung. Ja, ich habe selber auch Rechnungen. Ich bin aber auch der Meinung, wir haben jetzt mittlerweile genug geregelt. Bin ich gar nicht dabei. Ich bin super dankbar. So. Da ist die Tür. Ich habe einen Mieter. Wir auch. Wir haben Rechte. Oder? Gucken Sie mal, hier ist ein junges Mädchen. Jetzt unterhalten wir uns mal in einem Ton, wo wir uns nicht anschreien müssen, weil wir sind nicht auf dem Jahrmarkt. Okay, erstens. Zweitens kann man das ja auch mal versuchen so zu klären, dass man ordentliche Worte sucht. So, und um uns weiter fortzuführen, hätte ich ja gerne trotzdem einen Ausweis. Mein Ausweis? Damit ich auch nachvollziehen kann, ob Sie wirklich der Vermieter sind. Bitte sehr. Von Ihnen auch. Von Ihnen bitte auch. Der Vermieter berichtet den Beamten, dass der Vater vor 4 Monaten seinen Job verloren hat und seitdem keine Miete zahlt. Die Schulden der Familie sind für die Polizisten ein Motiv für die Tat. Die Ehefrau wusste von den vielen Mahnungen jedoch nichts. Wir haben doch immer über alles gesprochen. Was ist überhaupt passiert? Kannst du mir das mal erklären? Guck dir das mal an. Was ist passiert, Bernd? Ach, wie viele Schulden sind denn das jetzt insgesamt? Sie reden gerade von Schulden. Wie viele Schulden sind das? Ich weiß es ja überhaupt nicht. Wir haben derzeit Schulden. Derzeit Schulden angesammelt von ca. 8.000 Euro. Haben Sie doch am Internet angeboten zum Verkauf? Was? Ist jetzt nicht ernst, oder? Ja, das passt ich stell gerade die Frage, weil Ihre Tochter wurde im Taxi angetroffen. Zum Glück war die Taxifahrer sehr tough, hat den Mann festgehalten. Ein Mann hat ihrer Tochter Geld übergeben und der Mann hat uns ein Handybild gezeigt, also auf dem Handy Bilder gezeigt von einer Auktion, wo ihre Tochter zum Verkauf angeboten wird und das passt ungefähr mit der Summe zusammen. Oh, Bernd, sag mir nicht, dass ich belehre Sie gleich. Sie müssen, Sie können sie jederzeit die Aussage jetzt verweigern, ne? Sie können von der Verwägung von der Aussage verweigern. Also sicher, das hat mit der Information nichts zu tun. Glauben Sie, ich verkaufe meine Tochter? Ich glaube es eigentlich auch nicht, aber du redest hier von 8.000 Euro und Emily. Ja, aber sagen wir mal ehrlich, ich könnte 2 Millionen Schulden haben. Haben Sie einen PC? Ich würde doch nicht im Ansatz würde ich auf die Idee kommen, meine Tochter ins Internet oder irgendwo feil zu bieten. Da sagen wir, wo sind wir denn? Ich stelle nur die Frage. Müssen Sie mir wirklich glauben? Es ist schwer, Schatz, langsam zu glauben. Ich glaube, es schneit. Weil das passt mit den Schulden für mich jetzt überein. Also so eine Geschichte, die Eltern verkaufen ihre Kinder für Geld, das hört man ja eigentlich nur aus Entwicklungsländern oder sieht sowas in schlechten Filmen. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt und kann es mir auch gar nicht vorstellen. Du hast auch nie geredet darüber und ich bin total entsetzt. Wo haben Sie das gesehen? Im Internet. Haben Sie einen Rechner? Haben Sie hier? Na, der Einzelrechner, der sich hier im Haus befindet, ist der von Florian. Der hat einen Laptop, da komme ich aber nicht rein, der hat ein Passwort. Ist hier Florian hier? Florian ist unser Zimmer. Dann gehen wir mal. Florian, bist du da? Ja. Florian, die Polizei ist hier. Sag mal. Wollen wir mal durchgehen? Ja, los. Mit deiner Schwester und vielleicht könntest du ein paar Fragen beantworten. Wir fangen mal ganz einfach mit der Geschichte an. Du bist ja der Einzige, der so Zukunft auf dem Rechner hat, den ich hier gerade so sehe? Ja, ich habe einen Code, den nur ich weiß. Ja. Du hättest da bestimmt noch nichts dagegen, den Rechner mal uns kurz zu zeigen, ne? Nein. Hast du nichts zu verheimlichen, oder? Nein, ich wüsste nicht, dass ich was zu verheimlichen habe. Warum? Ja? Was ist denn passiert? Ja, dann zeig uns doch mal bitte, mach mal an, mach mal an den Rechner. So den Internetverlauf, so möchte ich mal gerne sehen. Okay. Was ist das? Oh, was ist das? Das!
Sag mal, Florian, haben wir das dir zu verdanken? Florian. Das ist genau das Bild. So, Florian, jetzt mal ganz ehrlich. Hast du mit der Sache was zu tun oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ich sehe das zum ersten Mal. Aber wenn du derjenige bist, der nur auf den Rechner zugreifen kann. Du hast gerade gesagt, dass du der Einzige bist, der den Code hat. Aber ich würde doch niemals... Meine Schwester ist 8. Pass mal auf, mein Genau, steht da auch. Du musst jetzt wirklich die Wahrheit sagen. Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, ich würde niemals meine Schwester verkaufen. Hast du jetzt einen Kumpel gehabt oder so? Florian, du musst jetzt die Wahrheit sagen. Oder haben Sie doch was damit zu tun, dass er Ihnen den Code verraten hat? Mit Sicherheit damit nichts zu tun. Gesagt, nein, warte mal kurz. Glauben Sie mir, also ich würde... Warte mal. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass mein Sohn damit nichts zu tun hat. Wie ist denn das Verhältnis zu deiner Schwester? Oder fragen wir mal so, wer kriegt denn von ihren... Was? Endlich. Was möchtest du sagen? Sag. Ich war's. Wie, du warst das? Du warst was? Warum? Du kannst sowas? Papa hat so wenig Geld. Und Scheiße. Ich wollte gerade fragen, nämlich, ob die Streitigkeiten die Kinder mitbekommen. Er hat seine Arbeit verloren. Ja, das stimmt, aber das solltet ihr ja gar nicht mitkriegen. Du bist eine ganz, ganz Liebe, aber mit Sicherheit, du musst sowas nicht machen, Herr Hoft. Weißt du, was für eine Gefahr du dich da bringst? Anderes, dass ich dir helfen konnte. Och, Mensch. Ich hab dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Klasse, dass du dich einsetzen wolltest. Aber oh, versprich mir, dass du das nie wieder machst. Scheiße. Mensch, tut mir leid. Also. Oh, die Kleine. Naja, dann hat sich's ja jetzt wenigstens geklärt, ja? Bist du deine Sprachlosigkeit dann doch noch losgeworden? Sören Naujok macht dem Mädchen klar, dass es zwar nicht bestraft wird, sich aber in große Gefahr gebracht hat. Hoffen wir mal, dass Sie die Probleme irgendwie in den Griff bekommen. Ja. Und wir werden, wenn Sie Hilfe brauchen in Sachen Schuldnerberatung oder so, können wir Ihnen vielleicht auch weiterhelfen. Also wir hätten ein paar Anlaufstellen, die wir Ihnen weiterempfehlen können. Würde ich Ihnen dann vielleicht mal morgen per E-Mail zukommen lassen. Wenn es in Ordnung ist, ja? Okay. Wir werden erstmal losfahren. Wir werden auf jeden Fall nochmal in Kontakt treten. Da gibt es nur noch einiges zu schreiben. Aber das belassen wir jetzt erstmal. Genau, wir belassen es erstmal. Den Ausweis haben Sie wieder. Wir belassen es erstmal so, wie es ist. Ich glaube, jetzt gibt es erstmal wirklich genug, selber zu klären. Und nochmal schönen Dank. Sehr gerne. Schönen Abend. Ja, danke schön. Bringen Sie noch zur Tür. Ja. Also ich würde auf jeden Fall meinen, dass man dem Mann mal Infomaterial über eine Schuldnerberatung zukommen lassen könnte. Beziehungsweise jetzt ist er ja auch von uns darauf hingewiesen worden, kann sich auch selber drum kümmern. Und eben auch das Jugendamt einzuschalten, damit die eben auch dem kleinen Mädchen mal aufzeigen, was für eine Gefahr es sich eigentlich gebracht hat durch die ganze Aktion. Der Familienvater hat eine neue Anstellung gefunden und mit Hilfe eines Schuldnerberaters die noch ausstehenden Rechnungen begleichen können. Der Fahrgast, der das Mädchen bezahlt hatte, wurde wegen fahrlässigen Handelns belangt.